So, nehmen wir noch was mit? Machen wir mal. Für den Fall der Fälle. Mal kurz gucken. Ich glaube zwar nicht mehr, dass ich alles jetzt noch upgraden kann, aber was ich noch hab, mache ich noch. Den nehme ich Löwen. Naja. Wenn ich die Waffen aber echt alle auf Maximum bringe, das wäre echt cool. Danke, Kratos. Unsere Reise ist längst nicht vorbei, Pandora. Und am Ende wirst du mir nicht mehr dankbar sein. Ich sehe so aus, aber ich bin kein Kind, Kratos. Ich habe schon viel Schlimmes gesehen. Ich habe keine Angst. Ich weiß, was uns erwartet. Ich habe Zeus meinen Vater foltern gesehen. Er wurde geschlagen wegen mir. Ich hätte helfen müssen, aber ich hatte Angst. Hephaistos tat, was jeder Vater tun würde. Sein Kind beschützen. Nein, ich trage die Schuld. Aus Furcht habe ich ihn enttäuscht. Furcht ist auch eine Art Dunkelheit. In der Dunkelheit habe ich die Götter über mich reden gehört. Sie nannten mich ein Monster. Worte bedeuten nichts. Vielleicht. Aber ihre Worte zeugten von Furcht. Furcht vor einem arschfahlen Krieger. Furcht vor dir. Als die Furcht der Götter wuchs, wich meine der Hoffnung. Hoffnung ist für die Schwachen, Pandora. Hoffnung macht uns stark. Darum sind wir hier. Damit kämpfen wir, wenn alles andere verloren ist. Das hat man von der Hoffnung, Kind. Das solltest du dir gut merken. Und damit alle Gute, wie willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play God of War 3. Wir sind am Labyrinthausgang mit Pandora. Na toll. Und Daedalus lässt uns natürlich auch nicht so leicht einfach raus. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Stop it! Machen wir es halt so. Passt mal auf, was ich kann. Hey. Kratos, pack zu! Hehe. Das gefällt euch nicht, wa? Wechseln wir mal schnell zu den nämischen Löwen. Sag mal. Warum konnte ich jetzt die eben nicht packen? Willst du mich verarschen? Au. Irgendwas ist hier gerade zerglitscht mit der Steuerung, aber auch egal. Ganz deutlich. Oh ne! Nicht deutsche Viecher. Alter! Gell, ihr seid alle voll stressig. Pandora irgendwie endlich Energie oder was geht ab? Komm kurz hier. So. Mit Hades Peitschen kommen wir doch gut voran hier. Nein?
Schnell, 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 schnell. Alter, das stresst gerade. Nein, ich bin gleich tot, ey. Verarsch mich doch. Verarsch mich doch mal. Pack. Nein, du sollst... Die packen. Was? Verarsche. Nein, ich bin gleich tot. Na, das war's. Das war doch so klar, dass das passieren muss. Machen wir's anders. Steigen wir gleich um auf hartes Peitschen. Ja. S. Und fliegen! Ach, jetzt sind die Peitschen nicht schön von Hades. Steig gleich um auf die nämlichen Löwen! Anders. Stress mich. Komm her. Nein. Ich dachte, es wäre schon so weit, dass wir sie packen und diesen da machen. Ich werde jetzt erst dafür Sorge tragen, dass diese blöden Sirenen hops gehen, bevor ich diese komischen Schattenviecher da wieder herbeibeschwöre. Wer hat eigentlich gesagt, dass du jetzt schon wieder... Nein, 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 nein. Was ist denn da jetzt noch so einer mit einem Schild? Da, 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 da. Was? Noch einer? Oh, nee. Geh kaputt. Oh, nee, das hasse ich doch, wenn das passiert. So. Klatsch, klatsch, klatsch. Nacht, die Nacht. Gleich finden, dass sie noch mehr machen kann. Nochmal so, welche? Hansels. Mach mal sau. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. So, ich befürchte, ich muss es bereuen. Scheiße, Alter. Wie soll ich denn diesen Kampfring hier noch aushalten? Greif zu! Das könnte was werden. Halt, 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 halt. Komm, komm, komm. Mein Genick ist kaputt. Yes! Ja,
Na? So geht das auch. Nur doch nur noch diesen Minotauren, den schaffen wir doch. Was? Da ist noch einer? Noch so ein Viech. Nein! Ich hab mich in die Ecke gekesselt, ich kann gar nichts machen. Den platt machen könnt, das ist ja geil. Okay. Oh nö, noch mehr? Dann konzentriere ich mich jetzt erstmal auf den Zentaur oder. Zentaur, Minotaur. Lass mich durch! Puh! Das wird so knapp, Alter. Bitte jetzt aber danach keinen heftigeren Gegner mehr. Alter. Gehen mal wieder ein bisschen spazieren. Da, lernen fliegen. Oh nö! Wie viele kommen denn da jetzt noch? Der Trick ist, sie jetzt nicht mehr zum Angreifen kommen lassen. So wird's nix. Ich bin gleich tot. Bin so weit gekommen. Nein, 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 nein. Oh nee, wie viele kommen denn da noch? Das schaffe ich doch nie im Leben. Oder doch. Was hat es denn hier hinten auf sich mit dem? Bringt zwar gar nichts, aber auch egal. Nein! Ich wusste es, ich bin tot. Scheiße, den ganzen Kampfring noch einmal, ey. Und wir wetten, das war garantiert die letzte Phase schon. Wie ich diese Scheiß-Sirenen hasse, ne? Die erste.
Oh, scheiße, ich muss husten noch unter Druck, ey. Verarschen mal. Viel zu viele Gegner. Aua. Warte. Nee, was machst du denn, Kratos? Ein bisschen Rugby spielen oder so. Was soll denn das? Ich bin doch gerade hier am Kämpfen. Geht mal weg. Und stress mich nicht. MMM. Ey, sag mal, ich kontere alles. Ey, sag mal, was trifft mich denn jetzt gerade dauernd? Nix da. Einmal für euch, was zu spielen. Er wird nicht angegriffen. Die mit den Schildern stehen wieder voll im Weg. Was machst du denn, Kratos? Was soll denn das? Komm, ich weiß genau, dass du da drunter bist. Oh, scheiße. Scheiße, Alter. Das halte ich doch nicht mehr aus. Komm schon, mach sie kaputt. So doch nett. Ja, schön, der erste, der down geht. Alter, ich bin so konzentriert gerade, ich habe so was von Schiss, hier irgendeinen Fehler zu machen. Was passiert da eigentlich, wenn ich das hier schiebe? Nichts, gell? Hier so rum. Die Gefahren, die Kratos und Pandora im Innern des Labyrinths bewältigen müssen, haben es in sich. Doch nichtsdestotrotz sind wir gerade dabei, voranzukommen. Allerdings gab es auch ein paar Frustelemente und ob es uns gelingen wird, das Labyrinth mit ihr Leben zu verlassen. Das alles noch mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Vergesst nicht, über den Kommentar zu lassen. Freue ich drauf. Und ich bin hier raus. Peace out!